Freudige. Genau. So, das heißt, auch in der Begrüßung sage ich jetzt nichts von, dass es das letzte Video ist, gell? Nee, jetzt sagst du nur Bibelöle. Ja. Ach so, warte mal, ich muss hier noch okay machen, dass das okay ist, ja. Okay. Aufnahme läuft, gell? Alles klar. Guck lieber nochmal. Aufnahme läuft. Aufnahme läuft. Das ist das Allerschlimmste, gell? Wenn du alles Aufnahme. gemacht hast und nachher ist nichts da. Genau. Also gut, ready? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Berit fragt Andrea mit der Heilpraktikerin und Chemikerin Andrea Sauvignier. Liebe Andrea, es ist wunderbar, dich wieder hier zu haben. Ja, ich freue mich auch, Berit. Heute wollen wir uns ja einem ganz besonders und tiefgründigen Thema widmen, und zwar die Bibelöle in der Rauhnacht. Stimmt gar nicht. Ich fange nochmal von vorne an. Die wollen wir ja gar nicht nur in der Rauhnacht, gell, sondern die Bedeutung. Also Ja, gut. Bibelöle und antiken Öle. Habt ihr es vorhin so schön geschrieben, gell? Also gut, nochmal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Berit fragt Andrea mit der Heilpraktikerin und Chemikerin Andrea Sauvignier. Liebe Andrea, es ist wunderbar, dich wieder hier zu haben. Ja, ich freue mich auch riesig, Berit. Spannendes Thema, was wir heute vorhaben. Ganz genau, denn heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Bibelöle und antike Öle in, ich sag mal, von früher und von heute, wie diese zu anzuwenden sind. Und die Öle, die haben uns inspiriert, also sind ja inspiriert durch die Heilige Schrift und bieten nicht nur Einblicke in die Geschichte, sondern es gibt auch gute praktische Anwendungen in der heutigen Zeit. Und die Andrea wird uns da ein bisschen was erzählen. Andrea, also die Bibelöle sind ja, wie Sie schon auch sagen, eng verbunden mit der Heiligen Schrift. Und kannst du uns einen kleinen Überblick geben über die bekanntesten Öle und auch welche Bedeutung sie in der Geschichte hatten? Ja, das mache ich gerne, Berit. Ich steige mal noch ein kleines bisschen anders ein. Ich habe ja eine ganze Reihe von Folien heute mitgebracht. Und du kannst mal diese Folie von diesem Spruch von Paracelsus einblenden. Der sagt nämlich, die Natur war die erste Medizin des Menschen. Und alle Wiesen und Matten, Berge und Hügel, die sind des Herrgotts Medizin. Das heißt, im Grunde, seit es die Menschheit gibt, haben Schamanen, Kräuterfrauen, Wissende schon immer die Pflanzen angewendet, und wir beobachten das auch bei den Tieren, dass die ganz gezielt, wenn sie körperliche Herausforderungen haben, bestimmte Heilpflanzen aufsuchen. Ja, so von den Bonobo-Schimpansen im afrikanischen Urwald, da kennt man zum Beispiel, wenn die sich geritzt haben und bei diesem feuchtheißen Klima dann die Wunden gleich anfangen zu eitern, dass die zwei verschiedene Blättersorten, also Blätter von zwei verschiedenen Pflanzen, zusammenmanschen, also kauen und sich dann diese Matsche auf die Wunde peppen und dann tatsächlich da kein Eiter oder keine Entzündung dann stattfindet und eine Heilung bevorzugt wird. Also auch schon die Tiere wissen das, und seit Anbeginn der Menschheit ist es bekannt, weil die Pflanzen ja vor uns entstanden sind. So haben wir als tierische Wesen schon immer die Pflanzen verwendet zur Heilung. Und da gibt es was ganz Interessantes bei den Pflanzen und auch bei uns. Das kannst du vielleicht jetzt auch mal einblenden, Berit. Das wäre die Ordnungskraft und die Lebenskraft in den Pflanzen. Und das hängt damit zusammen, was wir bei dem Wasservideo schon mal erklärt haben, dass es diesen vierten Aggregatzustand des Wassers gibt, dieses hexagonale Wasser, und dass in diesen Strukturen dieser schichtenweisen Sechseckwaben
dass da eben ganz, ganz viel Energie gespeichert werden kann. Und jetzt habe ich da mal aus dem tollen Buch Die unsichtbare Kraft in Lebensmitteln von dem Herrn Denzer, habe ich mal Bio und Nicht-Bio euch einfach nur mal gezeigt. Und zwar ist der Tropfen eines Apfels in 500-facher Vergrößerung, also so vom Apfelsaft. Und da sieht man bei dem Bio, das ist das linke Bild, ganz starke Ordnung, während bei dem Nicht-Bio überhaupt keine Ordnung drin ist. Ja, das heißt also, es ist nicht egal, wo eine Pflanze wächst, wie sie wächst. Also auf jeden Fall ist eine andere Information drin. Und es ist nochmal eine andere Information drin, wenn ich ein Öl, ein ätherisches Öl einer Pflanze, die in ihrem natürlichen Habitat mit den ganzen Herausforderungen, die sie da hat, betrachte oder habe, oder ob ich ein gepanschtes Öl habe, wo viele Sachen aus der Erdölchemie dann eben kommen und da keine Lebenskraft drin ist. Also das sieht man hier ganz toll mit solchen Kristallbildern eben verdeutlicht, wo da der Unterschied liegt. Ja. Und natürlich dann das machen wir mal die nächste Folie, Berit, das ist dieses uralte, wertvolle Menschheitswissen. Es ist also schon mal ganz wichtig, wie die Menschen mit den Pflanzen umgehen und auch diese Kostbarkeit der Pflanzen erkennen. Und dann haben die schon, also Weihrauch zum Beispiel, hat man schon entdeckt in der Steinzeit, eine Versteinerung, und da ist ein Abdruck von einem Kinderzahn drin. Also wusste man schon, dass früher auch die Steinzeitmenschen eben den Weihrauch zur Zahnpflege verwendet haben. Da haben die den Baum angeritzt und das Harz verwendet. Ne? Und jetzt kamen aber schon ganz früh die Menschen drauf, dass sie die Essenz dieses Harzes haben wollten. Das heißt, mit viel Aufwand, da gibt es übrigens in den Pyramiden, gibt es, oder in den Pharaongräbern, in den Pyramiden, also in der Pyramide selber sind ja gar keine solchen großen Abbildungen, sind immer nur in den Gräbern. Da findet man tatsächlich auch solche Abbildungen von so Wasserdampfdestillation. Und die Destillate, das ist dann also sozusagen das konzentrierte Wesen und die konzentrierte Lebenskraft, die haben dann noch eine viel stärkere Wirkung als die Harze selber. Und in der Regel haben das eben Priester, Pharaonen und Könige, für die war das vorbehalten, und die Priester haben diese Destillationen durchgeführt. Also der Otto Normalverbraucher, wie wir ihn heute nennen würden, kam damals überhaupt nicht mal ansatzweise in den Genuss dieser ätherischen Öle oder dieser Salböle dann auch. Heute haben wir da umgedrehte Verhältnisse. Heute haben wir ja dieses unglaubliche Glück, an diese zertifizierten therapeutischen Öle auch ranzukommen. Gell? Also stehen wir im Endeffekt auf der Auf Ebene der Ebene von von Priestern, Pharaonen und Königen heute. Was wir auch wert sind, gell? Mehr als. Und in der Bibel sind dann schon 1035 Stellen vermerkt, an denen ätherische Öle und Pflanzen genannt werden. Und da gehören 33 Pflanzenarten, und allen voran ist uns natürlich der Weihrauch bekannt und die Myrrhe, das Sandelholz, der Wacholder, aber auch der Kümmel, den wir ja heute auch im Schwäbischen, bei uns kocht man Sauerkraut mit Kümmel, damit es besser verdaulich ist. Gell? Dann so eine seltene Pflanze wie das Galbanum, das wäre der Riesenfenchel, Kalmus, Senf, Rose, Kiefer, Zeder, Zypresse, Lorbeer, Onchyia und Wermut und Koriander, Anis und Myrte. Das ist sehr interessant. Gell? Da gibt es ein süßes kleines Buch, das habe ich eigentlich hierher gelegt. Ich halte es mal in die Kamera. Und ganz liebevoll geschrieben. Und das ist das von Karin Opitz-Greer und Johannes Huber, Bibel. Öle, die kraftvollen Öle aus der Heiligen Schrift. Und da kommen viele Informationen hier raus und natürlich noch andere Literaturrecherche, die da das vervollständigt hat. Und wenn wir mal auf die Folie gehen von den Heiligen Drei Königen, da wird es auch schon klar, dass die Myrrhe und der Weihrauch mit Gold aufgewogen wurden. Und Balthasar, Melchior und Kaspar sind ja die Heiligen Drei Könige. Das feiern wir ja am 6.
12. Da feiern wir zwar Nikolaus, aber eigentlich ist so die Geschichte der heiligen drei Könige hinten dran. Oder dann auch wieder am 6. Januar, das ist auch interessant, dass sich das da doppelt, haben wir ja dann auch wirklich den heiligen Drei-Könige-Tag. Und die haben eben schon als ganz besondere Gabe für das Christuskind den Weihrauch als Harz und die Myrrhe als Harz und das Gold mitgebracht. Und da gibt es noch mehrere Stellen in der Bibel, wo eben das erwähnt wird, wo die Myrrhe verwendet wird. Zum Beispiel, als Jesus gekreuzigt wurde auf dem Berg Golgatha, da wurde ihm Myrrhe und Wein angeboten. Und die Myrrhe, die hat so einen ganz starken reinigenden Effekt und auch einen etwas schmerzlindernden Effekt. Und es war also so gedacht, dass man dann praktisch die Menschen, die da gekreuzigt wurden, etwas Linderung gebracht hat. Ja? Und die wurden auch nicht bis zum Schluss an dem Kreuz hängen gelassen, sondern die hat man dann abgenommen. Und die sind dann in der Regel, wenn nicht schon am Kreuz verstorben, sondern dann eben danach. Aber es gab diese Linderung mit Wein und Myrrhe. Sehr interessant, gell? Da wird so in der Regel kaum drüber gesprochen. Und von die Hebräer, die haben auch immer bei Gottesdiensten oder vor den Gottesdiensten so einen mazerisierten Wein, also Mazeration nennen wir die kalte Lösung. Das heißt, da würde die Myrrhe in Form von Harz bröckeln, eben in den Wein gelegt und es wurde dann mehrere Tage ziehen gelassen. Da haben sich die ätherischen Öle aus der Myrrhe in dem Wein gelöst und dann hat man eben das genommen, um geistig sich zu beleben. Und bei Todgeweihten hat man denen das gegeben, damit sie eben die Angst vor dem Sterben eben etwas gelindert war und der Übergang hinüber. Ne? Die Myrrhe ist ja das Mutterharz schlechthin, erdet sehr stark und nimmt dann eben über die Erdung dieses Gehaltene, Getragene, Geborgene in dem Muttergefäß oder in dem Schoß der Mutter dann die Angst vor dem Sterben und ich kann dann die Sphäre wechseln. Man hat die Myrrhe auch zum Einbalsamieren genommen, weil das eine fantastische Hautpflege auch ist und desinfizierend wirkt. Und Nikodemus, von dem ist bekannt, dass er 100 Pfund Myrrhe, also unglaubliche Wert, den er da zur Verfügung gestellt hat zur damaligen Zeit, und Aloes, nicht zu verwechseln mit Aloe Vera, sondern das war in der Bibel, wurde das Sandelholz Aloes genannt, um den Leichnam von Jesus einzubalsamieren. Also das ist eine sehr spannende Sache. Also der Nikodemus, der hat praktisch sein halbes Vermögen dahin gegeben, um diese Einbalsamierung dann hinzubekommen. Und es gibt in der Bibel auch ein klassisches Salböl. Da können wir die Folie vielleicht auch mal einblenden, und zwar ist es im zweiten Buch Mose erwähnt, und das ist eine Mischung aus Myrrhe, Zimt, Kalmus. Kalmus ist so ein, sieht fast aus wie so eine, wie wir es kennen, die Blätter wie eine Iris, aber da ist in der Wurzel relativ viel psychoaktive Substanzen drin. Ja. Das wird in Afrika immer noch genommen, um das zu kauen und dann eben einen Ausflug in die Anderswelt machen zu können. Das heißt auch schon spannend, dass eben die Myrrhe das kann. Der Zimt ist mehr so dieses wärmende Prinzip, das wieder bei der Mutter ankommen. Also und dann habe ich den Kalmus, der mir so die Anderswelt öffnet. Cassia ist ähnlich wie Zimt in der Wirkung, ist also der sogenannte falsche Zimt und Olivenöl. Es war alles sehr, Zimt und Cassia machen sehr warm und die Myrrhe und der Kalmus, also die Myrrhe erdet und der Kalmus, der hilft mir dann eine Runde zu fliegen. Und eben hat man das für rituelle Zwecke genommen. Und das war ganz streng diesen Zwecken vorbehalten und alles andere galt als Gotteslästerung. Ne? Also die Priester haben sich dann damit selber gesalbt, um den Kontakt zu bekommen, aber gleichzeitig geerdet zu bleiben. Das ist sehr interessant. Ja? Interessant ist vielleicht auch das Bild hier an der Seite. Das ist der Myrrhebaum und man sieht da, wie die Myrrhe
praktisch angeritzt wird und dann wird das Harz, das ausläuft, dann in solchen Tragekörben praktisch gesammelt. Und die Myrrhe selber ist also so eher so buschartig. Das ist hier also ein sehr großer Stamm. Die ist mehr eher flach, das heißt, die wächst mehr so am Boden lang, während der Weihrauch mehr nach oben geht. Aber da zeigen wir nachher gleich noch ein Bild dazu. So, jetzt haben wir Myrrhe und Weihrauch schon so ein kleines Genau. bisschen angesprochen, aber ich möchte mal hier noch diese eine Folie einblenden über die Öle, die wir nachher noch erklären. Und zwar haben wir hier die antiken Öle alle und nur einige, gell? Und wir haben ja gesagt, Weihrauch und Myrrhe besprechen wir mal ausführlich. Dann haben wir ja die Narde bei der Sterbebegleitung schon angesprochen. Und die Narde ist auch so eine Pflanze, die wächst im Himalaya-Gebirge, also Pakistan, Tibet, und die ist ganz streng naturgeschützt. Und das ist so, im Englischen heißt es auch Spikenard. Also die oberirdische Pflanze ist gar nicht so entscheidend, sondern es ist eigentlich dieses Wurzelwerk, und es sieht so aus wie so ein Knollen. Und da kommen lauter spitze Seitentriebchen oder Seitenwurzeln raus, deswegen Spike, also stechende Narde. Und die Narde, wenn man die erntet, dann ist natürlich die Pflanze kaputt, weil man ja die Wurzel nimmt, gell? Das heißt, das streng Naturgeschützte, da gehört eine starke Nachhaltigkeit rein, dass eben nur, wenn anderweitig angebaut wird, man überhaupt die Narde sammeln darf, gell? Also dass dieses nachhaltige Konzept, was eben für eine Firma dann ganz arg wichtig ist, dass nicht die Natur ausgeräubert wird, sondern eben in diesen Gebieten dann die Pflanze auch angebaut wird. Und das ist nicht einfach, weil das eben so sehr trockenes, gebirgiges Gebiet ist, wo nicht eben mal so eine Pflanze leicht sprießt, gell? Das hat aber dann auch zur Folge, dass die Pflanze natürlich eine besondere Lebenskraft entwickeln muss, dass sie in diesen widrigen Verhältnissen überhaupt sein kann. Ja, und von daher kann man von so einem Öl sehr viel erwarten. Das riecht so ein bisschen, es gehört zu den Baldriangewächsen und riecht auch so ein bisschen, also gewöhnungsbedürftig. Ich, wo ich das erste Mal Narde gerochen habe, habe ich mich ein bisschen geschüttelt und habe so gedacht, so entfernt nach Katzenurin. Die Katzen fahren, also meine drei Katzen fahren auch total auf Narde ab, weil das irgendein Pheromon mit drin hat. Und die Narde ist eben bekannt dafür, dass sie der Türöffner ist in diese anderen Welten hinein. Also hervorragend bei der Sterbebegleitung haben wir ja die Narde auch besprochen, deswegen hier nur ganz kurz, gell? Dann haben wir eben noch andere Öle wie das Labdanum. Der eigentliche Name der Pflanze ist Zistrose oder Zistus und Zistus labdanum. Und Labdanum kennen wir aus dem Räuchern als eines der sehr stark spirituell öffnenden Düfte dann. Das Galbanum wäre der Riesenfenchel, die Myrte haben wir dabei und den Ysop. Wir haben das vorher ja schon so ein bisschen genannt. Und dann können wir mal vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Weihrauch gehen. Und der Weihrauch, da habe ich auch eine Folie mitgebracht, wo man mal sieht, dass es verschiedene Sorten der Weihrauchharze gibt. Wenn ich den Weihrauch, also ähnlich wie die Myrrhe, das erste Mal so anritze, dann kommt da erstmal viel Dreck mit, was sich in der Rinde gesammelt hat. Und das ist eine minderwertige Ernte, die dann auch entsprechend stark ja, verschmutzt ist. Und in der Mitte von der Abbildung, da sieht man diese typische kostengünstige Mischung aus der ersten Ernte. Und in der Kirche wird da in der Regel auch noch Anis und Styrax zugemischt. Also das wäre Balsam. Unter Balsam in diesen äthiopisch-arabischen Wüstenbereichen versteht man eigentlich alle Bäume, die so Harze bilden, die stark duften, ist dann nicht so ganz genau definiert, also variiert dann auch. Ja, also deswegen ist bei ätherischen Ölen auch immer wichtig, dass der lateinische Name des speziellen Baumes dran
steht. Gell? Also zum Beispiel Weihrauch ist in der Regel, sind es vier verschiedene Boswellia-Bäume, von denen dann die Harze zusammengemischt werden. Und dann haben wir den großen Vorteil, dass wir eben nicht nur eine Wirkung haben, die so zum Beispiel so aussieht, sondern noch eine zweite, die überlappend kommt und noch eine dritte. Und dann haben wir ein bisschen breiter gefächertes Spektrum, wenn wir vier verschiedene Boswellia-Arten sozusagen die Harze da verwenden. Und jetzt gibt es eben diese weiße oder fast weiße grüne Qualität, die hat auch so ein leicht Zitronen Aroma noch mit drin und die ist natürlich die am höchstschwingendsten und die mit Abstand am teuersten. Ja, also man kann diese weiße Qualität auch kaufen, aber da zahlt man dann so ein kleines Beutelchen von 50 Gramm, zahlt man dann schon fast 30 €. Ja, also das ist enorm. Und wenn wir jetzt da noch mit Wasserdampfdestillation das Harz, also das ätherische Öl aus dem Harz holen wollen, dann kommt ja noch weniger raus. Und dann ist eigentlich klar, dass das nicht billig sein kann, ja, dass das seinen Preis wert ist, aber auf jeden Fall in der höheren Kostenebene angesiedelt ist. Wobei man dann wieder sagen muss, wenn wir dann so 15 Milliliter für 100, über, etwas über 100 € kaufen können, dann sind wir ja immer noch sehr kostengünstig im Vergleich, was Könige und Priester und Pharaonen damals für den Weihrauch bezahlt haben. Ja. Also da ist das bei uns angekommen, sozusagen, dieses wertvolle Gottesgut. Und wenn man jetzt diese Signatur des Weihrauchbaums da anguckt, dann steht er eben sehr trocken, ja. Und der hat auch 3/4 des Jahres keine Blätter, weil das kann der sich gar nicht leisten. Und man sieht aber auch, weit und breit ist alles flach. Und dann steht da so ein einzelner Baum und der verbindet natürlich den Himmel, weil er nach oben ragt, mit der Erde. Das heißt, der Weihrauchbaum hat die Möglichkeit, den Himmel auf die Erde zu holen. Ja? Das ist also der Weihrauch auch das Öl der Könige oder der König der Öle. Und der Weihrauch hilft uns, uns mit dem väterlichen, göttlichen Prinzip zu verbinden. Das ist auch spannend. Ja. Ja. Und wenn man sich jetzt anschaut, was Weihrauch kann, dann arbeite ich immer ganz gerne mit Bildern oder dass man sich mal in diese Pflanze hineinversetzt. Also die hat ein Wasserproblem und deswegen schon die meiste Zeit des Jahres gar keine Blätter. Und wenn jetzt da so ein zweibeiniger Parasit daherkommt und ritzt den an und klaut dem Harz, dann hat er ja noch ein verstärktes Wasserproblem. Ja. Oder es kommt ein Sandsturm, dann geht erstmal eine Menge Dreck in die Rinde rein. Das will der Weihrauchbaum auch nicht. Der versucht also den Dreck da wieder rauszukriegen. Und vielleicht bricht auch ein Ast ab. Und dann muss natürlich der Weihrauchbaum mit dem Harz blitzartig die Wunde verschließen. Deswegen wirkt das Weihrauchöl, das ätherische Öl, dann auch wundheilend. Ja, es wirkt zellregenerierend, zellerneuernd und es treibt sozusagen den Dreck nach außen. Das heißt also, Geschichte aus meiner Praxis oder von einer bei einem Vortrag einer Dame, deren Enkelkind hatte sich einen riesen Spreißel in den Daumen gerammt und dreijährig und war am Heulen und keiner durfte an den Finger hin und man konnte auch den Spreißel nicht rausziehen, weil der viel zu tief drin war. Und dann hat sie einen Weihrauch drauf getan auf dem Pflaster und das drum und das Kind hat dann gespielt. Irgendwann war das Pflaster dreckig und war abgefallen. Da kam das Kind an und hat der Oma den Daumen hingestreckt und dann war dieser Spreißel schon ein Stück rausgeschafft. Ja, und es verwundert uns jetzt nicht, wenn wir den Weihrauchbaum anschauen, dass er den Dreck rausschiebt. Ja, weil der Sand muss ja auch aus der Rinde wieder raus, wenn da ein Sandsturm war. Und gleichzeitig heilt es die Wunde sofort. Also deswegen schiebt es auch raus, weil hinten dran praktisch schon wieder das Gewebe zusammenwächst und wirkt natürlich auch desinfizierend. Und das ist das Besondere. Und weil dann diese Wunde auch nicht übermäßig, also der Wundverschluss nicht übermäßig zu überschießen soll, wirkt das auch antitumoral, ne? Also wenn wir im Wald bei Bäumen abgebrochene Äste sehen, dann sehen wir oft an der an der Rinde solche Wülste, die sich darum bilden. Und das kann der Weihrauchbaum eben in diesem Wüstenklima überhaupt nicht gebrauchen.
Ja, und so kann man aus der Signatur von der Pflanze schon genau diese Wirkung, diese besondere Wirkung des Weihrauchs eben erkennen. Und das wussten die Menschen schon immer. Gell? Deswegen war das Weihrauchharz eben schon immer sehr begehrt. Und da kommt auch noch dazu, dass natürlich, wenn ich jetzt einen Weihrauchbaum bei mir daheim im Topf habe, im schwäbischen Klima, da ist er absolut nicht trocken. Und da hat er überhaupt gar keinen Anlass, solche Komponenten in seinem ätherischen Öl zu bilden. Also der muss schon in seinem Habitat dann stehen, wo er übers Überleben kämpft, weil dann hat er besonders viel ätherisches Öl oder besonders viele Verbindungen, die diese Kraft dann haben. Ja. Und die Myrrhe im Vergleich dazu ist wesentlich flacher als der Weihrauchbaum. Das heißt also, die Myrrhe ist schon von der Signatur mehr in die Erde hinein. Ja, das ist das Erdverbundene. Während der Weihrauch in diesem Bild sieht man das ja ganz wunderbar, das wir da abgebildet haben, dass der Weihrauch eben nach oben verbindet. Ne? Die Myrrhe, die verbindet dann nach unten. Und die Myrrhe hat aber natürlich ähnliche reinigende, hautpflegende Eigenschaften wie dann der Weihrauch auch, weil eben stark desinfizierend, wundheilend und so weiter. Die Myrrhe ein ähnliches Habitat, also der bleibt auch gar nichts anderes übrig als so dann entsprechend zu wirken. Ja, genau. Und deswegen eben auch in diesem klassischen Salböl die Myrrhe drin, wegen der Hautdesinfektion und was die Menschen damals eben so alles hatten. Genau. Also so viel mal zu diesen bekanntesten biblischen Ölen, Weihrauch und Myrrhe. Genau. Die Nadel hast du uns auch schon kurz Genau. angeschnitten und den Ziskus bestimmt, beziehungsweise den Labdanum. Jetzt haben wir ja noch andere Öle, Galbanum, Myrte und Isop. Und auch das Zedernholz, gell? Ja, genau. Und das sind ja noch ganz viele andere. Gell? Wir können heute unmöglich alle erklären, sondern wir gehen mal auf die gängigsten. Ja, also Labdanum ist ja eines, also der Ziztus, eines der bekanntesten Räucherwerke, was man so an Weihnachten eben dann auch verräuchert oder in den Rauhnächten. Da werden wir ja auch noch dann was dazu erzählen. Und das Ziztus hat ein ganz besonders wohlriechendes Harz. Das heißt auch die Rose von Sharon. Vielleicht magst du mal die Folie dazu auch einblenden. Und wenn man dieses Bild sieht von dieser Blüte, dann erkennt man schon, das sieht so ein bisschen malvenartig aus, ne? Und diese Blüte selber hat ja auch eine ganz starke Signatur, weil gerade wenn wir von den Bibelölen sprechen, da geht es ja immer auch ganz stark um die emotionale, seelische Wirkung und um die Signatur. Also das Weiß signalisiert Reinheit, gell? Und dann sind da diese magentafarbenen Striche drin, die ins Zentrum lenken. Magentafarben ist das Kronenchakra, das heißt, es ist die Anbindung. Das heißt, die Reinheit wird angebunden an das Licht, das wir innen ausstrahlen können. Also eine ganz spannende Signatur von dieser Blüte. Wenn man das sich so an und irgendwie ist sie immer so ein bisschen verknittert. Das heißt, das, was wir im Leben haben, dass wir eben doch durch Umstände oft verknittert werden, dass wir trotzdem in der Anbindung von oben reinkommen in unser Inneres und unser Licht anzünden können, kann das nach außen strahlt. Ja, also ich bin jetzt gerade wieder ganz dankbar, weil das sind die Worte meiner geistigen Führung, weil das ist toll, was da oft kommt. Gell? Ist ja oft so, wenn ich was erzähle, dass nicht ich das erzähle, sondern es durch mich durchspricht. Bin ja immer ganz dankbar. Ja, und dieses Labdanum wird ja ganz interessant gesammelt. Das ist nämlich eigentlich so ein klebriges Harz, was auf den Blättern auch sitzt, also weniger die Blüte. Und früher hat man da die Ziegen durchgetrieben und die Schafe, oder das war eigentlich auch ein Unfall, weil denen dann diese Harzbobbel im Fell klebten. Und dann sind die Schäfer ganz früh schon auf die Idee gekommen, das aus dem Fell rauszukämmen. Und deswegen ist das dann auch so schwarz, weil eben das Harz, weil das dann auch entsprechend verdreckt ist. Und dann ist natürlich ganz besonders interessant, jetzt die Reinheit rauszubekommen, indem man eine Wasserdampfdestillation macht und dann tatsächlich das ätherische Öl
vor sich hat. Ja? Einige kennen den Zistus auch von Tabletten, die man lutscht, wenn man Halsschmerzen hat oder so. Ja? Also das wirkt dann stark, das verstärkt stark das Immunsystem, unterstützt auch eine Wundheilung. Interessant ist auch, dass es Dreck rausschmeißt, wie zum Beispiel Cadmium. Da gibt es tolle Untersuchungen von der Uni Lübeck. Und emotional wirkt eben die Zistrose ausgleichend, stimmungsaufhellend und das, was vorher gerade als Botschaft kam. Ja, dieses Zerknitterte, was wir manchmal haben, dass wir trotzdem in der Anbindung, wobei uns das Labdanum dann hilft, das Feuer wieder in unserem Herzen entzünden können, dass wir das Licht nach außen strahlen, das wir in uns tragen. Ja. Also Sinnsuche, Visionen, interessant. Und in der Parfümindustrie wird es als Fixieröl genommen. Das heißt, das ätherische Öl Labdanum oder von dem Zistus hält dann andere ätherische Öle fest. Also es ist ein etwas harzigeres Öl, das nicht so schnell verduftet. Ja. Genau. Also das noch zu dem Zistus und jetzt können wir mal zu dem Galbanum gehen. Da kannst du auch mal die nächste Folie einblenden. Und Galbanum ist der Riesenfenchel und der steht auch unter strengstem Naturschutz, weil wenn der zu stark angeritzt wird und zu viel Harz rausfließt, also das ist eigentlich ein Milchsaft und der oxidiert dann mit der Luft und dabei bildet sich das Harz. Dann geht die Pflanze kaputt, weil die auch in der Wüste, wüstenartiges Klima steht und wenn zu viel Flüssigkeit geklaut wird der Pflanze, dann vertrocknet die. Ja? Und schon immer wurde die sehr verwendet. Also ich war, wo ich das erste Mal so ein Galbanum-Fläschchen in die Hand bekommen habe, natürlich auch 5 Milliliter nur und sehr hochpreisig, war ich total überrascht über diesen richtig grünen Geruch. Also ich bezeichne den als grün frisch, also spannender Geruch. Und ich habe dann plötzlich so einen Bedarf gehabt, das Galbanum überall an mich hin. Aber das ist schon so, wenn die Flasche einmal auf war und du es wieder gut zudrehst, dass trotzdem dieser Geruch so intensiv ist. Also wenn das Fläschchen irgendwo steht und du gehst vorbei, also ich rieche das dann sofort, aha, da ist mein Galbanum. Also wenn ich meinen Koffer durchsuche, ich finde den Galbanum sofort, ja, am Geruch. Und manchmal ist der Geruch für mich so, dass ich ihn nicht ertragen kann. Und das ist natürlich wieder interessant. Also medizinisch war der schon immer hochgeschätzt, auch im Alten Testament und auch in ägyptischen Schriften ist der erwähnt. Und es war eben auch ein Öl zum Einbalsamieren, und kann man sagen, ganz stark antimikrobiell, ganz stark wundheilend oder bei Hautkrankheiten super, bei Abszessen und auch bei der Narbenheilung eben entzündungshemmend. Und wenn es sozusagen zum Einbalsamieren verwendet wird, dann ist es natürlich für die lebende Haut doppelt und dreifach toll. Ja? Und ja, es gab auch Ärzte wie den Dioskures, das war ein griechischer Arzt, der hat dann krampflösende und harntreibende und beruhigende Möglichkeiten oder Wirkungen auch festgestellt und eben auf das Nervensystem, dass man so ein bisschen runterkommt. Spirituell ist es aber so, dass es Energien verstärken kann und die Konzentration fördert und extreme Emotionen in Ausgleich bringt, also Panikattacken oder Stress. Und da ist es natürlich toll, wenn man so Angstpatienten hat, dass man mit dem Galbanum arbeitet. Da reicht dann ein Tröpfchen in einem Roll-on und da gibt man dann noch andere Öle dazu, wie Lavendel, die den eben das vegetative Nervensystem dann ausgleichen. Es versetzt in höhere Frequenzbereiche, insbesondere zusammen mit dem Weihrauch und dem Sandelholz. Und das nehme ich mal an, dass das bei mir der Effekt ist, dass wenn ich zu sehr in der Materie und im Alltag stecke, dass ich dann den Galbanum nicht vertragen kann. Aber wenn ich in die meditative Ruhe mich zurückziehe, dass ich dann den Galbanum ganz toll finde, weil der mir hilft, in diese höheren Frequenzbereiche reinzukommen. Also ganz spannend, gell? Und natürlich auch wieder ganz arg wichtig, dass Firmen, die das Galbanumöl anbieten, dass man da sehr gut guckt, dass da nachhaltig gearbeitet wird, ne? Weil sonst haben wir dann kein Galbanum in der Wüste mehr stehen. Ne? Und
Insgesamt ist bei den Bibelölen schon auffällig, dass die alle aus diesen sehr harten, trockenen, ariden Bedingungen kommen und dadurch diese Kraft entwickeln, diese Kraft, sich durchzusetzen und hier auf der Erde eben das Leben zu bestehen. Das ist so eine Signatur, die sich durch alle Bibelöle durchzieht, ob das jetzt Weihrauch, Myrrhe, Galbanum, Zistus oder sonst was ist. Gell? Immer haben wir dieses, ich muss mich durchsetzen, bei der Narde genauso. Ja? Und das sind eben die Öle, die uns dann genau bei körperlichen Herausforderungen und seelischen Herausforderungen auch unterstützen. Ja? Das ist auch eine schöne Erkenntnis. Jetzt ein bisschen anders, kannst du mal einblenden, ist die Myrte. Weil die Myrte, wenn man da das Bild anschaut von der Blüte, hat ja eine ganz interessante Signatur. Also rein weiß, ne, steht für die Reinheit, die Jungfräulichkeit. Und dann hat es ganz, ganz viele Antennen nach außen. So, ich nehme mal Kontakt auf mit dem, was außen noch ist. Und bei den Sumerern, also 3000 vor Christus, stand der Myrtenbaum für die göttliche Mutter des Himmels. Also Kontakt nach allen Richtungen. Und das Weiße, das Reine, eben war das der Göttin in Griechenland, dann der Göttin Aphrodite geweiht und stand für Liebe, Schönheit. Und so ein Myrtenzweig galt dann als Symbol der Jungfräulichkeit, wundert uns jetzt nicht, gell, von der Signatur, aber auch der Lebenskraft und viele gesunde Kinder, aber auch eine über den Tod hinausgehende Liebe. Und wenn jetzt eben die Ägypter dann mit den Myrtenblättern was machen wollten, also da hat man dann auch nicht die Blüte verwendet, sondern die Blätter, weil die ein bisschen mehr Lebenskraft sammeln als die Blüte. Blüte hat ja mehr die Aufgabe, dann die Frucht zu bilden, hat dann einen ganz bezaubernden, frischen, würzigen, so ein bisschen teeähnlichen Geruch. Auch so Eukalyptus schwingt damit. Also es gibt durchaus von der Blüte Duftöle. Aber das eigentlich Interessante sind die Blätter. Und die haben die Ägypter dann auch wieder in Wein eingelegt, weil der Wein mit dem Alkohol natürlich eine gute Möglichkeit ist, dass die ätherischen Öle in den Wein übergehen, wenn die Blätter lang genug drin liegen. Und dann hat man das gegen Fieber und Infektionen eingesetzt. Ja. Es vertreibt auch unangenehme Gerüche, dieses Myrtenöl. Und es wirkt auch stark sekretionsfördernd in der Verdauung. Das heißt, wenn man also schwere Gerichte gegessen hat, dann kann man durchaus mit dem Myrtenöl eine Verdauungsverbesserung hinkriegen oder gleich das Myrtenöl nehmen, um die Fleischgerichte dann auch entsprechend zu würzen und appetitanregend zu wirken. Und das machen die Italiener. Heute noch auf Sardinien zum Beispiel gibt es eine Likörherstellung von Blättern, Beeren und Blüten. Und das ist dann das Mirto Rosso. Und das ist ein süßer Likör aus den Beeren oder das Mirto Bianco ist dann ein süßer Likör aus Blätter und Blüten. Und das wird dann eben nach dem Essen getrunken. Ja, also immer noch in der Verwendung. Und die Myrte selber, die wirkt so zusammenziehend und tonisierend. Und deswegen ist sie auch perfekt als Hautpflege für eine jungfräuliche Haut dann wieder geeignet. Und in Frankreich macht man sich das als Eau d'Ange, also als Wasser der Engel sozusagen, nutzbar. Und eine Hautreinigung kann man zum Beispiel ganz wunderbar mit 50 Milliliter Rosenwasser machen und 5 Tropfen Myrte dazu. Dann hat man da ein perfektes Tonikum. Oder bei Akne könnte man 7 Tropfen Myrte und 2 Teelöffel Traubenkernöl nehmen und dann immer wieder die Stellen damit betupfen. Das kann man ja dann in den Rollern auch reintun. Da hätte man dann eine super Haut Pflege, was die Myrte eben auch kann. Die Myrte hilft aber auch bei Entstauung der Leber. Das heißt, auch wieder emotional, seelisch ist die hilfreich, durch Wut und Zorn hindurchzugehen und zu dem inneren Frieden zu kommen. Und gleichzeitig wirkt sie auch stimmungsaufhellend. Das heißt, es hilft uns auch, weiblich und männlich in Balance zu bringen und das Ego zu überwinden und eine innere Harmonie zu finden. Und deswegen ist es auch wieder eines der biblischen Öle. Aber da geht es ja um Harmonie und Balance, in der Richtung.
Was haben wir Genau. denn jetzt noch Den vergessen? Isop, Den Isop auf haben wir den bin noch. ich, genau, auf den bin ich besonders gespannt, weil der wächst bei mir im Garten. Ja, der Isop ist ein tolles Ding und im Garten ist der wunderbar, weil der so fast so ein bisschen die Blüten hat wie Salbei, gell? Genau. Also so ein Lippenblütler und der heißt auch das gut duftende Bienenkraut, ne? Also da tummeln sich die Insekten, der hat also richtig was zu bieten. Und da kann man auch schon so ein bisschen drauf gehen, was macht der denn, was da so toll ist. Und ich habe da neulich von dem David Attenborough im Internet ein kurzes Video gesehen, der hat gesagt, also die Blüten, die arbeiten elektromagnetisch. Und jetzt ist es so, dass die Blüten ein negatives Potenzial aufbauen, also negativ geladen sind. Kann man auch messen, indem man Clip dran setzt und Stromfluss misst. Und wenn jetzt eine Biene da lang geflogen kommt, dann tut die Luft von der Biene die Elektronen weg und dann ist die Biene positiv geladen. Und jetzt zack, kommt die Biene auf die Blüte, dann gibt es einen elektronischen Ausgleich, also praktisch Nullfeld. Und dann kann die Biene da saugen, ja, den Nektar saugen und dann fliegt die weg. Und jetzt ist die Blüte erstmal neutral geladen, also gar nicht geladen. Und jede andere Biene, die da ankommt, die sagt, ah, okay, da ist ja gar kein elektrisches Feld, ich nehme mal die andere Blüte. Also das ist was, das sind die neuesten Forschungen und sagt, das ist alles elektromagnetische Felder, was uns umgibt und Materie ist nur eine Illusion. Also die Pflanze lenkt praktisch über die Polarität die Bienen an die richtige Blüte. Das ist doch sagenhaft, gell? Also ich war da ganz Verrückt. hin und weg, wo ich das gehört habe. Mit uns ist es im Übrigen genauso, gell? Wir müssen gucken, dass wir möglichst viel barfuß laufen, dass wir die Negativität aus der Erde wieder auf uns draufkriegen, weil wir sonst eben ständig entladen sind und kein gescheites Feld auch um uns herum aufbauen können, gell? Also die Erdung heilt ganz stark, schützt vor chronischen Erkrankungen. Altes Indianerwissen, gell? Genau. Könnten wir auch mal noch ein Video drüber machen. Genau, also die antiseptische Wirkung vom Ysop war schon den Hebräern und Römern bekannt, eben stark reinigend, desinfizierend und als Schutz vor Seuchen. Und deswegen haben die auch schon immer in den Bauernhöfen den Ysop praktisch in den Stall gehängt zum Trocknen. Gell? Und es ist auch ein Räucherkraut, was eben zum Schutz dann auch ja, verwendet werden kann. Und die Römer bewunderten die aphrodisierende Wirkung und haben Speisen mit Ysop, Thymian, Pfeffer und Ingwer zubereitet. Wissen die Ister auch, heute noch, gell? Und dann gibt es auch die Hildegard von Bingen, die Ysop in Honig eingelegt hat und damit Lungen gestärkt hat oder als Gesichtstonikum den Saft verwendet hat. Also haben wir wieder dieses Zusammenziehende. Und allerdings hat der Ysop einen relativ hohen Anteil an einem Stoff, das Pincamphon. Und dieses Pincamphon, das ist für die Leber jetzt ein bisschen eine größere Herausforderung. Ja, also wenn ich davon zu viel nehme, dann könnte die Leber Schwierigkeiten bekommen. Und Tipp ist also da ein sehr achtsamer und sparsamer Umgang und bei einer äußerlichen Anwendung den Ysop immer mit dem Trägeröl verdünnen. Das Fläschchen hat auch einen Sicherheitsverschluss, also so einen Kindersicherheitsverschluss, wo man drehen und drücken muss. Normalerweise wird dann gesagt, man darf es nicht innerlich einnehmen, aber wie gesagt, medizinisch kann ich durchaus geringe Mengen mal für eine kurze Zeit eigenverantwortlich einsetzen. Ja, die Firma wird natürlich immer sagen, nein, aber historisch, wenn die Römer da ihren Wein da schon oder ihre Speisen schon damit ja, verwendet haben. Wobei man nicht unterschätzen darf, wir sprechen ja von den ätherischen Essenzen, 100% Reinheit und die Römer haben halt vom Ysop ein paar Zweige reingelegt. Ne? Und wenn man dann immer weiß, dass so ein Tropfen halt ungefähr so viel hat wie ich weiß gar nicht,
Ich glaube, so 15, 5 Milliliter gibt es den, glaube ich, da brauchst du so 20, 30 Kilo Hyssop, um das Wasserdampf rauszudestillieren. Und dann ist natürlich in einem Tropfen eine gigantische Menge des ätherischen Öls drin, ganz anders, wenn ich den Hyssop als Pflanze verwende. Gell? Da ist es ein tolles Würzkraut. Gell? Das haben wir auch beim Salbei auch. Gell? Mit dem Gartensalbei, da können wir wunderbar Tees kochen, die sehr gesundheitsfördernd sind, besonders wenn ich Halsweh und Erkältung habe. Aber ein Salbeiöl vom Gartensalbei wird man gar nicht bekommen, oder ist, weil da ist viel zu viel Thujon drin, was dann wieder Schwierigkeiten machen kann. Und dann arbeite ich lieber mit der Gartenpflanze, als dass ich jetzt das ätherische Öl unglaublich verdünnen muss und da dann Schwierigkeiten bekomme. Ja, und was hat jetzt der Hyssop in der Bibel verloren? Und da ist es eben, dass es der spirituell und emotionales Reinigungsöl ist. Also ich kriege dann Anhaftungen von mir weg, kann mich also besser wieder auf die Meditation und die Ausrichtung Richtung väterliches Prinzip und Richtung mütterliches Prinzip konzentrieren. Und es regt gleichzeitig die Kreativität an und fördert eben diese Bereitschaft zur Meditation, weil der ganze Dreck sozusagen gereinigt wird. Psychische Reinigung sowie auch mentale und emotionale Erklärung ist da sozusagen mit einbezogen. Und der Geruch wirkt stark polarisierend. Also ich kann dann auch vielleicht mal rausfinden, wo stauten was. Und wenn ich heruntergeschluckte Emotionen habe, dann geht mir ja oft die Stimme weg und ich habe den Stau hier. Dann könnte ich mit Trägeröl verdünnt ein bisschen was auf den Kehlkopf auftragen. Das ist ja hier das fünfte Chakra. Und das heißt, wo bringe ich meine Wahrheit nicht zum Ausdruck, ne? Das Kehlkopfchakra wäre das. Das schwingt auch ein bisschen mit, weil wenn man die Blütenfarbe anguckt, dann ist sie so lila bläulich, ne? Und das Bläuliche ist ja dieses fünfte Chakra. Und die Last auf den Schultern, sitzt mir jemand im Genick oder ich trage eine schwere Last, dann kann das auf den Schultern verdünnt aufgetragen werden. Sorry, Bert, ich muss mal geschwind niesen. Wo ist der Zistus? Zum Immunsystem. Ja, und Kummer und Sorgen, da wird es dann, mir verschlägt die Luft zum Atmen oder mir nimmt etwas die Luft zum Atmen, da könnte ich das in dem Bereich auftragen. Okay. Und das wäre der Üsup. Und jetzt, wenn ich das Genau. richtig im Kopf habe, fehlt uns noch die Zeder. Ja? Genau. Richtig. Also, Berit, sorry, ich muss noch mal geschwind. Die Zeder ist eine Pflanze, die so enorm ausgebeutet wurde oder abgeholzt wurde, weil das Zedernholz mit dem Zedernöl, das wirkt so antimikrobiell, dass das Zedernholz überhaupt nicht verrottet. Das heißt, die Römer mit dem Bau ihrer Galeeren und mit ihren Schiffen haben alles abgeholzt, ja, und in den Dolomiten sehen wir das. Das war früher dicht bewachsenes Waldgebiet und heute ist es karstiges Gebirge, totes Gebirge, gell? Wachsen nur noch ganz wenig Pflanzen. Also da versucht man mit viel Mühe wieder irgendwelche Forste anzusammeln. In der Schweiz macht man das ganz interessant. Da lässt man schnell wachsende Kiefern und dann sägt man die ab, aber lässt die ganzen Baumstümpfe stehen, weil die Baumstümpfe dann die Erde festhalten und dann macht man erstmal nichts und schaut mal, was sammelt sich denn da an anderen Pflanzen an, weil die Kiefer natürlich auf Dauer als Flachwurzler nicht wirklich rekultivieren kann, gell? Aber sie kann auf jeden Fall mal sich da ein bisschen ausbreiten und die Stümpfe können dann bewirken, dass sich Erde wieder ansiedelt, gell? Und das ist also schwierig, diese Rekultivierung, wenn erstmal alles abgeholzt ist, ne? Und da haben die Römer verheerende Umweltkatastrophen hinterlassen in Europa. So kann man das vielleicht sagen. Und die Zeder, die Atlaszeder, ist so dermaßen selten, dass also die gibt es noch so in Afrika zum Mittelmeer hin, dass die einzeln kartografiert sind. Also es gibt Karten, wo du sehen kannst, wo steht ein Zedernbaum.
Zedern, eine Atlaszeder, gell? Also Mhm. außergewöhnlich, weil diese Pflanze so dermaßen selten ist, darfst du absolut überhaupt nicht irgendwo anfassen. Ja? Das heißt, ein ätherisches Öl von einer Atlaszeder, wenn du das kriegst, da weißt du, da ist irgendwas faul. Entweder ist es überhaupt kein Atlaszedernöl oder es ist illegal und irgendein wundervoller Baum, der einer der letzten seiner Arten hat, dann da das Leben lassen müssen. Gell? Weil man holt das Öl aus dem Harz raus, aber eben auch aus dem Kernholz. Ja? Und das heißt, wenn wir heute ein Zedernöl bekommen, dann haben wir gar keine Atlaszedernöl vor uns, wie das in der Bibel ist, sondern wir haben ein Öl von einem virginianischen Wacholder. Und der hat einige Komponenten, die genauso riechen wie das Zedernöl. Aber wir werden nie so diese 100% perfekte Wirkung haben wie bei dem Atlaszedernöl. Ja? Und ich sag mal, wenn einem ein Atlaszedernöl begegnet, Finger weg davon und schon aus Prinzip nicht kaufen, weil das ist wirklich nicht gut. Ja? Ja. Jetzt die Rotzeder ist wieder, also die Rotzeder virginianischer Wacholder ist wieder ein ganz interessanter Baum, der ähnliche Sachen von der Signatur, der steht wie eine Eins senkrecht, ja, der hat überhaupt keine Verbiegungen drin und der wird riesig groß, 30 Meter hoch, auch 50 Meter hoch. Und ist ganz rotes Holz. Und das ist auch schon mal interessant, ja. Wir haben ja heute interessanterweise genau die gleichen oder ähnliche Farbpalette gewählt. Und das Rot ist das Wurzelchakra, ne? Also das verwurzelt stark. Das signalisiert die Farbe des Holzes. Und dann aber dieses Senkrechte nach oben, das sagt Kontakt nach oben. Und jetzt haben wir dieses Tolle, dass dieses Ersatzzedernöl uns Himmel und Erde ganz stark verbindet und es hilft uns mit dem geraden Rücken und einem geraden Fokus in unseren Alltag zu gehen und uns ganz klar auszurichten und sagt, das bin ich und so gehe ich durch mein Leben. Ja? Und nicht sich durch Ängste beeinflussen lassen und da hilft uns die Zeder auch, Klarheit zu bekommen und durch die Ängste hindurchzugehen, damit das Neue kommen kann, was dann unserer Lebensaufgabe oder unserer Seele entspricht und nicht Ja. das, was uns irgendwelche anderen Mächte aufoktroyieren wollen. Gell? Und ich entwickle immer eine ganz große Dankbarkeit, dass ich in der heutigen Zeit habe, nochmal wieder inkarnieren können, weil es ist eine ganz wertvolle Zeit, auch wenn das noch so viel rappelt und zwickt und zwackt, aber wir haben jetzt die Möglichkeit, mit unserem Licht nach außen zu strahlen und die Dinge grundlegend zu verändern und nicht uns durch Angst irgendwo an Dinge anzupassen, wo wir genau spüren, das ist absolut überhaupt nicht gut. Ja, und dann machen wir unser Ding und da kann uns die Zeder helfen, aber auch das Zistus, gell? Wenn ich dann so ganz verknittert bin, weil schon wieder was weiß ich, was jemand mir irgendeinen Scheiß erzählt hat, sorry, wenn ich mich so klar ausdrücke, ja, und ich dann aber schon wieder verknittert bin, weil ich denke, oh mein Gott, was stimmt mit mir nicht? Und ich dann aber wieder diese Anbindung kriege und zack, mein Feuer wieder entzünden kann und mit dieser klaren Ausrichtung, also Zistus, Zeder, in der Kombi und Weihrauch und Myrrhe dazu, was Besseres gibt es fast gar nicht. Gell? Wir haben ja auch eine Mischung, die ist natürlich mit der Anti-Aging-Mischung, wie sie benannt wird, natürlich völlig nicht erfasst, weil da haben wir drin Weihrauch, Sandelholz, Myrrhe, Lavendel, Rose, also da Helichrysum, da ist alles drin, was man irgendwo so sagt, so, ja, nach oben, nach unten. Und das haben wir ja bei den Öffnungen des dritten Auges und der Zirbeldrüse. Da, ups, das war jetzt nicht gut. Da haben wir ja schon ein Video dazu gemacht. Genau. Wunderbar. Andrea, zum Schluss noch so ganz kurz vielleicht noch, kannst du noch mal das Wichtigste zu den Bibelölen und ja, zusammenfassen? Also du kannst ja vielleicht noch mal diese eine Folie, die antiken Öle einblenden. Da ist jetzt halt nicht die Zeder und die Nardel mit drauf, aber da kann man ja selber im Internet gucken, dass man da Bilder dazu findet.
Was die Bibelöle alle können, ist, dass sie uns mit dem göttlichen Prinzip, also dem väterlichen Prinzip verbinden und stark erden. Weil es ist in der Inkarnation als Mensch hier auf der Erde, ist etwas sehr, sehr Kostbares, das Leben, das wir hier geschenkt bekommen, weil wir hier Erfahrungen sammeln dürfen und integrieren dürfen. Und in der Polarität gibt es natürlich immer Spannungen und Reibungen und manchmal verlieren wir die Ausrichtung. Und es ist für uns ganz arg wesentlich, dass wir, deswegen haben wir eine senkrechte Wirbelsäule, ja, das sagt schon, also das Pendant im Pflanzenreich sind die Bäume. Deswegen sind die Harze auch so wertvoll für uns. Es sind ja praktisch alles Harze, bis auf bei der Myrte und dem Üsop die Blätter. Aber das sind, wenn wir sagen, Weihrauch, Myrrhe, Cistus galbanum und auch die Narde und die Zeder, die machen alle entweder eine ganz starke Ausrichtung nach oben oder eine starke Verwurzelung in der Erde, dass ich das Göttliche auf die Erde bringe und nachher meine gesammelten Erfahrungen auf der Erde in das Universum, in das Göttliche, in die Informationsebene hineingebe. Ja, und dann ist meine Erfahrung eine einzigartige, die dann in diesem ganzen Informationsgewebe der Schwingungen, das Vakuum ist ja nicht leer, das sind ja Frequenzen, da wird es hineingespeist und dann ist das sozusagen integriert und erfahren und muss dann nicht nochmal so gesammelt werden. Und das können die Bibelöle in ganz besonderem Maße, weil diese Heiligkeit des Lebens da besonders zum Ausdruck kommt. Also diese Anbindung nach oben und die Verwurzelung in die Mutter Erde. Genau. Wunderbar, liebe Andrea. Dann sage ich schon mal an der Stelle ein herzliches Dankeschön für deine Expertise. Es sind immer so tiefe Einblicke, die du uns gibst. Und das ist ja ein faszinierendes Thema. Und ich denke, ich spreche auch für dich, dass wir doch hoffen, dass das auch Informationen sind, die unseren, ja, allen, die die Videos anschauen, auch entsprechend inspirieren können. Ne? Ja. Dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.